Grundsätzlich hat niemand die Pflicht, in Österreich zu bleiben. Ja, wenn man natürlich Flüchtling ist und sagt, man braucht den Schutz nicht mehr oder man möchte auch den Schutz nicht mehr haben, dann kann man sich selbstverständlich abmelden und wieder zurück in seine Heimat gehen. Das habe ich jetzt auch oft bei dem Ukraine-Konflikt zum Beispiel erlebt, wo viele Leute am Anfang gekommen sind und dann mehrere aber gesagt haben, als sich's beruhigt hat, dass sie wieder zurück in die Ukraine gehen wollen. Also wie gesagt, kann man sich abmelden und dann wieder zurückgehen. Und zurück nach Hause. Und falls er sich jetzt überlegt und will wieder zurück, ist das auch möglich? Naja. Also grundsätzlich sollte man eine Begründung dafür haben. Ja, wenn man sagt, okay, man hat jetzt vielleicht ein neues Problem, das kann ja immer passieren. Ja, Ja. das, oder die Lage hat sich wieder verschlechtert. Grundsätzlich lässt sich ja alles argumentieren. Die Beweise sind dann natürlich immer ganz wichtig, dass man das auch richtig vorbringt und beweist, sodass man dann auch wieder gute Chancen hat, wieder positiv Asyl zu bekommen. Also es geht immer um die Überzeugung von der Flüchtlinge oder wer Flüchtlinge sein will, um die Gericht gegenüber. Genau richtig, aber auch natürlich über die geänderte Situation. Also sowohl, wenn man zum Beispiel auch als Flüchtling einmal abgelehnt worden ist, ja, und dann ändert sich aber die Lage in der Heimat, kann man ja noch einmal einen Folgeasylantrag stellen. Also grundsätzlich gibt es ja das Instrument der Rechtskraft in Österreich. Das bedeutet, eine Entscheidung, die einmal rechtskräftig final geworden ist, kann man normalerweise nicht mehr angreifen. Und genauso ist das eben mit negativen Entscheidungen wie auch mit positiven Entscheidungen. Wenn sich aber die Lage ändert, zum Beispiel, wenn jetzt in Syrien die Wehrpflicht abgeschafft werden würde, ja, und Frieden ist in Syrien, dann kann natürlich auf die bisher positiven Asylbescheide genauso wieder eingegriffen werden und gesagt werden, das Asyl wird nun beendet, weil der Grund für das Asyl weggefallen ist. Und genauso kann es aber auch sein, dass ein neuer Grund hinzukommt und deswegen eine negative Entscheidung wieder zu einer positiven Entscheidung wird. خليني اروح الاستاذه نيفين. انا كنت كان سؤالي بالنسبه له اذا قرر في يوم من الايام اللاجئ العوده للبلد، هل هو يحق لي ان هو بكره يلم حاجاته ويمشي، ولا زي ما هو دخل في قانون الحمايه للدوله هنا في النمسا يجب عليه ان هو برضه ياخد اذن، لانه النمسا تقول انا خلاص ده غير محمي بالنسبه لي. هو بيدي له جواز بيقول له انت بحق ليك بجواز تروح كل دول العالم الا دولتك. فالدكتور طبعا اجاب، محتاج منك تعقيب وتعقيب برضه على رد الدكتور. هو أي شخص من حقه إن هو خلاص حتى بعد ما يحصل على اللجوء يقول أنا دلوقتي بتنازل ومش عايز اللجوء وعايز أرجع على بلدي تاني، ده أكيد بياخدوا في الحالة دي بيسحبوا منه الجواز؟ أكيد طبعا لازم يسحبوا منه الجواز وبيخسر صفة لاجئ بالنمسا، ومن حقه إن هو يرجع على بلده إلا إذا كان في بلد مثلا حرب، يعني مفيش مثلا طيران يرجع على البلد بتاعه، او في حرب صعبة جدا ممنوع يكون فيها ترحيل، ممكن في الحالة دي ينزله على بلد تانية، ولكن من حق كل واحد انه يرجع بلده تاني، بيتقدم بطلب للبي اف او بيقوله انا بتنازل وعاوز ارجع على بلدي، وده من حقه، وغالبا بتتم عن طريق البي بي او، لان البي بي او بيكون هو اللي تابع ليهم، فعادة العودة التوعية بتكون عن طريق البي بي او.